Als nächster Redner, Herr Abgeordneter Gerald Hauser. Gerald Hauser, FPÖ-Abgeordneter, Handelsschullehrer aus Defregen in Osttirol. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Minister und Staatssekretär und Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Unterstützungsmaßnahmen gerecht sind. Das ist das Entscheidende. Und niemand, dem etwas zusteht, ausgeschlossen wird. Deswegen ist es auch gut und wichtig, dass man auf der einen Seite die bürgerliche Bevölkerung bedient. Es wäre gleichzeitig aber auch wichtig, dass die unverschuldet arbeitslos gewordene Bevölkerung auch vergütet wird und die Nettoersatzrate für das Arbeitslosengeld von 55% eben auf 70% erhöht wird. Also man kann hier nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es wäre aber auch wichtig, dass man sich auf geltende Gesetze verlassen kann, auf das Epidemiegesetz, das die Regierung zu Beginn dieser Krise ausgehebelt hat und durch die Covid-19-Gesetze ersetzt hat. Es ist doch unglaublich, dass sich ein Unternehmer auf bestehende Gesetze nicht verlassen kann. Und über das Epidemiegesetz hätte es einen Anspruch gegeben auf den Verdienstentgang. Und dieser Verdienstentgang wurde eben ausgehebelt. Sie wissen, ich setze mich immer auch für all jene ein, die man vergessen hat. Ich spreche heute nicht über die Privatvermieter. Ich habe drei Monate gekämpft hier im Hohen Haus, dass die privaten Vermieter von Ferienwohnungen auch entschädigt werden. Und nach 3 Monaten Kampf ist es tatsächlich gelungen, dies umzusetzen. Im Ausschuss wurde ich nur von der SPÖ unterstützt. Sonst hat die ÖVP, die Grünen und auch die Neos haben sich gegen diesen Anspruch ausgesprochen. Und der 3-monatige Einsatz war vom Erfolg gekrönt. Heute habe ich ein weiteres Beispiel hier, wo es auch um Gerechtigkeit geht. Es wurde, geschätzte Frau Minister, Sie haben ein Programm erlassen, Comeback-Zuschuss für Film- und TV-Produktionen. Und wenn man sich diesen Zuschuss ansieht, dieses Programm ansieht, na, da fallen wieder Unternehmen in Österreich, heimische Unternehmen, wieder einmal durch den Rost durch. Es gibt unter anderem einige Unternehmer, die tolle Dokumentationen produzieren und hier in diesem Förderprogramm nicht erfasst sind. Ich darf hier auf eine Firma verweisen, die preisgekrönte Dokumentationen macht, zum Beispiel die letzten Paradiese, die Schönheit der Alpen, aus empfohlen vom Alpenverein. Das sind Eigenproduktionen, die Firma Melodie TV auch mit dem eigenen Fernsehsender hier produziert. Weitere Produktionen, Blauer Himmel, Weiße Berge, Musi, zum Beispiel Dokumentationen über die Schönheit Osttirols, darf ich nur als Urlaubsland weiterempfehlen. Sind das alles Eigenproduktionen, wo Land, Leute, Musikgruppen präsentiert werden, mit einem 24-Stunden-Programm auch selber produziert, selber aufwendig produziert, preisgekrönte Produktionen hier stattfinden und sogar der ORF 3 auch diese Produktionen regelmäßig ausstrahlt. Nun fallen diese Produktionen, geschätzte Frau Minister, hier zur Gänze aus diesem Comeback-Bonus heraus. Und das ist nicht einzusehen, zumal diese Firma oder diese Firmen die einzigen Firmen überhaupt sind, die sich noch um diese Genre Volksmusik, Schlagermusik überhaupt noch kümmert, weil zumal der ORF diese Segmente eingestellt hat. So, und deswegen bitte ich auch noch einmal, wenn es um die Fairness geht, auch zu berücksichtigen, dass österreichische Unternehmen, die wichtige Dokumentationen über unsere Landschaften, die Tourismuswerbung betreiben, dass man die nicht durch den Rost durchfallen lässt, sondern eben auch in diesen Förderungen mit umfasst. Applaus